Hallo, liebe Leute, willkommen bei Meet Improved. Ich habe hier einen Artikel vom Strength Sensei offen, vor dem guten Charles Poliquin. Der Name, ich denke mal, der hat ihn sich selbst gegeben und sagt, I'm famously known as Strength Sensei. Und jede Andeutung, die einen selbst auf die Höhe von Mr. Miyagi stellt, ist auf jeden Fall erstmal anmaßend. Aber der Typ ist eigentlich ganz gut. Also verzeihen wir ihm das erstmal. Und der 12. Punkt, den Artikel verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung, den 12. Punkt finde ich ganz besonders interessant. Nämlich vor ein paar Tagen habe ich ein Video hochgeladen, dass die Makronährstoffverteilung individuell ist. Und hier lesen wir 12. Ich lese mal auf Englisch vor. In the mid-course of the second week I dropped 2 kilos overnight, so went up to 3.3 grams of protein per kilo of body weight. In 2 days I was fine. From experience, jacking up protein, not carbs, works for me when I overreach. Everybody is different. Jacking up carbs make me lose muscle. Upping protein works better for me. Mit anderen Worten, er hat hier ein, oder zur Vorgeschichte, er hat einfach ein Programm vom guten John Meadows. Das ist ein Bodybuilding-Trainer, einfach mal gemacht. Der sagte, Mensch, ich habe meine Routinen schon seit Jahrzehnten einfach selbst geschrieben und möchte jetzt einfach mal den Scheiß hier raushaben. Ich will mich einfach an irgendwas halten. Das, was er ziemlich gut gemacht hat, war, dass er nichts verändert hat, gar nichts. Also er konnte nur eine Übung nicht ausführen, weil er da Probleme mit der linken Schulter hatte. Und hat das aber dann sofort mit seinem Trainer dann abgesprochen, was wiederum eine für mich wichtige Eigenschaft war. Das habe ich beim Boxen anfangs auch gemacht und das empfehle ich jedem, das so zu machen. Nämlich, wenn man irgendwas neu macht, egal was es ist, man hat noch nicht die Kompetenz, irgendwas zu entscheiden. Die kann relativ schnell kommen. Also wenn man Capoeira gemacht hat, Boxen gemacht hat, Mixed Martial Arts gemacht hat und Kung Fu gemacht hat und dann fängt man vielleicht mit Wing Chun an, dann braucht man nicht ein Jahr lang nur stumpf irgendwelche Kettenvorstöße machen oder ne, Bong und Tapsau und wie sie nicht alle heißen. Es kann sein, dass man nach 3-4 Monaten schon das rausgezogen hat, was man braucht und dann kann man die Sache auch ad acta legen oder kann das modifizieren und so weiter. Aber in den meisten Fällen braucht man eine sehr lange Phase, wo man einfach nur das macht, also was da drin steht und nichts weiter. Und so mache ich das jetzt zurzeit auch zum Beispiel mit dem Kram von Ido Portal. Ich mache jetzt einfach seine Floreo-Sachen. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß niemals, wie man irgendwas ausspricht. Das ist übrigens ein Problem von Leuten, die viel lesen. Man hat so ein Gefühl von Aussprache irgendwie im Kopf, wabert irgendwie sowas rum und wenn man es wirklich aussprechen muss, dann kennt Tim Ferriss übrigens auch. Also, wieder back on track hier. Das, was ich einfach nur mache, ist, ich mache diese Sachen einfach jeden Morgen ohne Veränderungen, ohne alles, so wie ich sie verstehen kann. Bei manchen Sachen habe ich ein bisschen Probleme, weil ich die Videos da nicht finde oder weil die Videos hier nicht erlaubt sind und per Proxy kriege ich es auch nicht irgendwie hin. Also da bricht irgendwie das Video ab. Aber naja, ne, ich gebe mein Bestes, mich einfach exakt dran zu halten. Ich verändere nichts, keinen Wiederholungsbereich, ich sage nicht, hey, ich bin aber Mr. Low Grab Guy oder so. Und in 6-8 Wochen kann man dann eben evaluieren und gucken, was funktioniert besser für mich. Und naja, so ist das eben. Also, der Punkt hier aber ist, dass er ein unheimlich hohes Volumen fahren musste und hat dann eben festgestellt hier, dass er in der Mitte der 2. Woche auf einmal 2 Kilos quasi über Nacht verloren hat. Also wahrscheinlich nicht über Nacht, sondern vielleicht im Laufe von 1-2 Tagen. Passiert bei mir übrigens auch manchmal. Und dann ist er hoch zu 3,3 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ist er da gegangen. Was echt, also was sehr viel ist. Also das mache ich zu meinen krassesten Zeiten, also da, wo ich wirklich sehr viel esse, sehr viel schwere Sachen mache und so. Aber naja, auf jeden Fall sagt er neben auch, mehr Carbs bringen es nicht. Also da verliert er Muskeln und Protein ist eben sein Way to go. Und ich muss schmunzeln, weil das eben auch bei mir so ist. Also je mehr Kohlenhydrate ich
also ich muss da sehr vorsichtig sein, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt gestern ein bisschen experimentiert mit ein bisschen mehr und ich habe festgestellt, naja, so richtig gut war das auch irgendwie nicht. Also ich habe ein Stück dunkle Schokolade gegessen, ich habe noch eine Banane gegessen und ja, das waren sogar eigentlich nur meine extra Zufuhr. Aber ich bin davon nicht so ganz überzeugt. Also ich denke mal, ich werde mich auf ein Stück Obst pro Tag erstmal beschränken und von dort aus mal weiter planen. Für andere kann es wiederum ganz anders sein. Also andere Leute haben ein ganz anderes Muster von Neurotransmitter. Manche Leute sind eben nicht Dopamin-dominant, sondern Serotonin-dominant. Die Leute, es gibt halt eine Reihe von metabolischen Stoffwechseleigenschaften, die einzigartig sind. Nicht jeder ist komplett anders. Es gibt natürlich Typen und es gibt gute Ansätze, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Also die meisten Leute essen zu viele Kohlenhydrate, meines Erachtens. Auch wenn ich nicht sage, dass man dann Low Carb gehen sollte, sondern eher moderat oder angemessen Carb. Aber das ist für mich wiederum ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es bei jedem anders ist. Und gerade auch Charles Poliquin ist jetzt nicht einer, der ein Low Carb Verfechter ist oder so. Also für Leute, die halt gar nichts machen, sagt er, ja, Low Carb ist wichtig. Und seine Athleten, die essen da echt teilweise echt krasse Mengen an Kohlenhydraten, also wo ich selber auch mit den Ohren geschlackert habe, als ich die ersten Sachen da gelesen habe von ihm. Denkt also immer dran, es ist alles eine individuelle Sache. Probiert es aus, nehmt einen Startpunkt und von dort aus verändert ihr das. Es ist natürlich nötig, dass man einigermaßen Kontrolle darüber hat, was man isst, wie auch immer die Kontrolle aussieht, ob man jetzt genau Makros zählt, ob man abwiegt, ob man ein Schema hat, das man sich hält. Man braucht Regelmäßigkeiten und den Überblick. So, ich denke, das war's. Denkt immer dran, macht den Social Media Kram, bewertet das Video, kommentiert, teilt den Kanal, werft, oh, ich darf das nicht mehr mit dem Fenster sagen. Naja, macht es bitte. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.